Im Rahmen der engen Zusammenarbeit zwischen der Volksschule Dorfhalle-Schule und der Föstalpine besuchte eine Klasse das Ausbildungszentrum. Mit der Buslinie 25 reiste die 3A-Klasse direkt in das Firmengelände an. Empfangen wurde die Gruppe vom Lehrwerkstättenleiter Herrn Rockenschaub gemeinsam mit 3 Lehrlingen. Die 3 Auszubildenden waren bereits zu Besuch in der Dorfhalle-Schule und sind den Schülerinnen vertraut. Gemeinsam wurde der Rundgang in der Metallverarbeitung gestartet. Hier gewannen die Kinder erste Eindrücke über eine technische Lehrausbildung. Die Lehrlinge erklärten, dass es hierbei sehr auf die Genauigkeit ankommt. Dieses Gerät kann zum Beispiel ein Werkstück bis auf Haaresbreite genau bearbeiten. Auch hier gilt: Übung macht den Meister. Nachdem die Kinder eine kurze Einführung in das Schweißen bekommen haben, ging es weiter in die hauseigenen Lehrräume. Hier werden in der Regelungstechnik Fehler in Systeme eingebaut, die es zu beheben gilt. Zum Beispiel, was man jetzt da drinnen lernt, da lernt man jetzt 2 Wochen, jetzt zum Beispiel was, und dann wird man nach den 2 Wochen hat man einen Test über das, was man da gelernt hat. Also es sollte da wirklich was hängen bleiben, und das ist auch eigentlich eine reine Vorbereitung für den Doktor. Nicht umsonst sind die Räume ähnlich den Schulklassen aufgebaut. Denn hier wird im Zeitraum von einem Monat angehenden Betriebselektrikerinnen die Theorie beigebracht. Später wird dieses erworbene Wissen wie in der Schule dann abgeprüft. Die Ausbildung in einem der ca. 30 angebotenen Lehrberufe der Föstalpine dauert zwischen 3 und 4 Jahren. Nicht nur betriebseigene Lehrlinge werden hier ausgebildet. Auch Firmen lassen hier ihre Mitarbeiter schulen und ausbilden. Auf der Seite ist ein großer Aussehen, weil es war ein großer Aussehen. Und das wirkt uns drüber. Dann macht man mit der Hand und dann wird man weiter mit dem Hand. Dann darf das Blech immer wissen, dann wird das Bein nicht mehr drücken. Immer mehr Mädchen ergreifen nach der Schule einen technischen Ausbildungsberuf. Aktuell sind 16% der Föstalpine Lehrlinge weiblich. In der Schmiede- und Schweißlehrwerkstätte half die Klasse 2 Lehrlingen beim Zuschneiden von Blechteilen. Dies beanspruchte viel Kraft, aber die Schülerinnen waren natürlich gemeinsam stark genug. Im Eingangsbereich bewunderten die Kinder die Arbeiten aus dem Schaugarten. Den kulinarischen Abschluss des Ausflugs bildete eine gute Würsteljause in der Kantine der Föstalpine. Viel Erfolg. Danke. Ja.
Weil das ist prima, gell? Okay. Dann, für dich, gell? Dankeschön. Wir möchten alle Eltern und Interessierte auf folgende Veranstaltung hinweisen.